in die nachts heimlich in die Schränke krabbeln und die Klamotten enger nähen. Ja? Und das ist bei mir eben auch so passiert. Aber das waren ganz viele. Das waren ganz... Volker, Alf? Willst du mich runterziehen? Nein, 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 aufbauen. Noch ist er mein Freund. Noch ist er... Der wird vom 12. Mann am Bahnhof in Kaiserslautern... Wie heißt der komische Platz? Am Bahnhof. Am Bahnhof. Also wir sagen, das ist der Platz am Bahnhof. Volker Blume. Und er ist ein Mensch, der sich unwahrscheinlich dafür einsetzt, dass Kaiserslautern und die Fans ordentlich betreut werden. Und das macht er auch so toll in seinem Restaurant. In seinem Restaurant, Quatsch. In seiner Kneipe, in seiner Pinte. Ja, es gibt eine Bratwurst, es gibt eine Brezel, es gibt eine Weißwurst. Also es gibt... Also ganz wenig Sachen, aber macht nichts. Sie können jetzt immer zuerst zu uns kommen und wenn Sie dann Stimmung haben wollen, dann gehen Sie zum Volker. Ja? Und zu meinem Team natürlich, beziehungsweise zu unserem Team. Richtig, klar. Die sind ja auch hier alle bei meinem Team. Ja? So, meine lieben Freunde, wir haben heute Abend extra mal einen Abend gemacht, der normalerweise vom Wetter her 5 Grad wärmer sein könnte. Hier oben ist Sauna. Ja, ein bisschen Sauna. Fußbodenheizung ist leider ausgefallen, haben wir nicht geschafft. Aber wir haben es geschafft, Sie dazu zu begeistern, dass Sie heute Abend hergekommen sind. Ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Und wir machen das heute Abend für keinen anderen als für das Projekt von Martin Amedick. Hilfe, Mama und Papa hat Krebs. Eine ganz tolle Sache, für die sich der Martin dort einsetzt. Als Profifußballer finde ich es klasse, dass er sich die Zeit nimmt und sich auch hier um Kinder kümmert, wo eben die Eltern in irgendeiner Form an Krebs erkrankt sind. Er macht sehr viele Sachen mit den Jugendlichen. Nicht nur, dass er auch mal zu ihnen nach Hause fährt und sie besucht, wenn es so einen ganz kritischen Fall sondern er macht auch richtige Veranstaltungen. Demnächst gibt es hier bei uns auf dem Bremer Hof mit Judith Kahn, mit dem Reiterhof, auch ein Reiten für diese Kinder. Und ich finde es einfach toll und deswegen haben wir gesagt, wir engagieren uns dafür. Und ich darf mich auch bei Lazy Force bedanken, die hier wirklich auch einen tollen Einsatz bringen und für Sie heute Abend diese tolle Musik machen. Ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch beim Alf bedanken. Viele kennen ja unsere kleine Bautz. Um jetzt alle für so eine Geschichte wie für den Martin in der Kneipe zu machen, ist natürlich kein Platz. Und deswegen möchte ich mich natürlich bedanken, dass wir hier diesen schönen Biergarten bei fast Sonnenschein, leider 10 Grad minus, aber hier machen dürften. Er war sofort begeistert von der Idee, dass wir zusammen Fantreff und Bremerhof da was auf die Füße zu stellen. Und ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal sein. Mit Sicherheit nicht. Das macht ja wirklich Spaß. Wir haben für nächstes Jahr schon was Tolles geplant. Darf ich noch nichts sagen? Es wird so ein Kinderfest sein, sowas in der Richtung. Aber ich wollte doch gar nichts sagen. Tagsüber für die kleinen, also Kinder, abends für die Großen. So ungefähr. So, meine Damen und Herren, noch einmal. Sie können Lose kaufen. Diese Lose gehen, der Erlös dieses Loseverkaufs geht zu 100% an das Projekt von Martin Amedick. Und diese Lose gibt zwar logischerweise ein paar Nieten, aber es gibt wahnsinnig viele Gewinne. Wir haben immer noch dabei 2 VIP-Karten. Für das Frankfurt-Spiel VIP-Loge 1900. Wir haben ganz tolle Trikots. Alle unterschrieben von der Mannschaft, von der aktuellen Mannschaft und auch von der Aufstiegsmannschaft. Haben wir, glaube ich, auch noch eins dabei. Wir haben von Carlsberg gibt es ganz viele Sachen. Wir haben das alte Schlösschen, den Jochen Schneider dafür begeistern können, dass er auch etwas dazu beiträgt. Es gibt von ihm ganz viele Weinpräsente, die Sie heute Abend also direkt noch mitnehmen können. Ja? Und Sie denken sie dran. Sie tun es für einen guten Zweck. Jedes Los, was Sie zusätzlich kaufen, ist ein Gewinn. Ist ein Gewinn, ja. Wir haben unseren Shuttlebus da. Die haben gesagt, heute Abend fahren Sie vor Umme und stiften das Geld quasi hier für das Projekt von Martin. Ich finde es einfach klasse. Und ich finde es toll, wenn Sie alle so mit zusammenhalten und wenn wir einen schönen, erträglichen Betrag zusammenbekommen. Und ich glaube, du hast noch was anderes.
Ja, ich habe noch was anderes. Ich würde gerne Norbertines, den ich natürlich hier auch ganz herzlich begrüße. Einen tollen Applaus für das Urgestein vom Betze, Norbertines! Norbert, komm zu uns auf die Bühne. Wir brauchen dich hier oben. Norbert hat ja erst Geburtstag gefeiert, wurde ja dann auch überrascht, gell? Ja, Benny Wendt war da. Als richtiger, echter Betze-Teufel. Aber Norbert, du bist ja nicht nur für die Betze ein absoluter Gewinn, sondern du bist ja auch ein Gewinn für eine Aktion, die auch in Kaiserslautern läuft, nämlich Alt, Arm und Allein. Alt, Arm und Allein, das hat nicht immer etwas damit zu tun, dass die Leute, wenn sie alt werden, auch arm sind. Nein, sie brauchen Kontakt, weil sie eben alleine sind. Der Partner stirbt weg und dann sitzen sie zu Hause und wissen immer, was sie tun sollen. Und du bist so ein Typ, der dann dafür sorgt, dass ja, die Leute eine Unterhaltung haben, dass die Leute zusammengeführt werden, dass wirklich viel, viel passiert, auch mit den Leuten. Ich weiß, du organisierst Grillfeste. Es gibt eine tolle Weihnachtsfeier jedes Jahr, damit die Leute wirklich nicht alleine zu Hause sitzen. Und du sagst mir es immer, es geht nicht nur um das Armsein. Arm im Alter ist zwar etwas, was nicht unbedingt gut ist, und da habt ihr auch die entsprechenden Unterstützungen dahingehend, dass entsprechend viel gespendet wird und dass du dann eben die Projekte oder die eine oder andere Hilfsbedürftigkeit von den älteren Leuten eben auch unterstützt. Und ich glaube, der Volker, der hat da eine Aktion irgendwie gemacht. Volker, stimmt das? Jo, wir vom Fantreff, von Fanregion, Fanclub, Grecknell-Dellis hatten ja beim diesjährigen Altstadtfest die Erbsengasse umbenannt in Fangasse, haben dabei eine riesen Tombola gemacht. Leider ging es dann sonntags etwas unter im Wasser, aber nichtdestotrotz ist die stolze Summe von 1.111 Euro zusammengekommen und die möchte ich dir jetzt einfach symbolisch per Scheck mal überreichen. Aber genau das ist ja das auch, was Alf vorhin mal gesagt hat.